So, und bevor wir jetzt schlafen gehen, Annika liegt hier neben mir, wollte ich dir noch etwas zeigen. Und zwar habe ich gerade das YouTube-Video für morgen hochgeladen. Das kommt morgen 16 Uhr online. Das ist Zoe, das ist Peyton, die 7 Millionen Euro Villa. Ich wollte dich ja ein bisschen mitnehmen heute und so einen typischen Wellness-Tag zeigen. Normalerweise gehen wir nach dem Frühstücken immer direkt schwimmen. Hier gibt es so ein Salzbad, so ein Sohle-Schwimmbad. Da sind wir meistens. Aber wir sind eingeschlafen und haben jetzt oben bei uns im Zimmer gerade bis eben gepennt. Annika hat jetzt eine Nacken-Kopf-Massage, deswegen bin ich auch gerade alleine. Ich habe in einer halben Stunde auch eine Massage und gehe jetzt aber bis zu dieser Massage nochmal in eine Sauna und bin jetzt hier in so einem Aufenthaltsraum gerade. Jede zweite Liege ist wegen Corona gesperrt. So, und jetzt gehe ich in die Sauna. Und in einer halben Stunde muss ich auch zur Massage. Der ist jetzt vorbei und jetzt habe ich gerade mal in diese Serie reingeschaut. Finde ich relativ wack, aber ja, was soll man tun, ne? Roomtour vom Dreh von Villa der Liebe, das Video. Marvin hat das gefilmt mit mir. Es ist so witzig geworden. Also wirklich, das Video, da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Und wie gesagt, das hier ist gerade das Thumbnail. Wenn ihr da noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, ich bin momentan noch nicht so richtig zufrieden. Ich möchte was mit dir machen. Die Zuschauer können jetzt hier Fragen stellen. Und ich gebe dir morgen mein Handy, geh aus dem Raum und du kriegst eine halbe Stunde und darfst die Sachen beantworten und meine Story posten, ohne dass ich sehe, was du sagst. Okay. Okay, let's go. Fuck, bist du hässlich? Schalomski, ich will mittlerweile duschen und jetzt liegen wir hier und haben Kamera, so, Pizza bestellt und ganz viel Knabberzeug organisiert und haben einen richtig geilen Film geschaut.